Friends. Unglaublich. 9,5. 10, Bruder, ich liebe diese Achterbahn. Ja, ich muss nach vorne. Was geht, Bruder? Alles gut? Hm? Ja, entspannt, dann lassen wir jetzt zum Gleis gehen. Fahren wir jetzt zum Moviepark? Was wir eigentlich schon seit 3 Jahren vorhatten? Nee, kommt unser Zug. 33, glaube ich. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach Essen. Und dann steigen wir da um, ne? Oder müssen umsteigen. Genau, genau. Ja. Ja. Und dann halt Wühlmus, ne? Ja, genau. Das ist so ein schranziger Bahnhof. So ein Schranz. Unglaublich. Das der Bahnhof ist wunderschön, ne? Das ist aber hässlich hier, Bruder. Film mal den Gang hier rein. Bruder, wir sind jetzt einfach in Essen. Ich will jetzt auch nicht mal was essen. Genau, wir müssen jetzt eine halbe Stunde umsteigen und dann haben wir gedacht, wir frühstücken. Weil wir aber ich finde hier nichts, Bruder. Das ist voll der Bruder, Junk. Einfach dann raus, geht's direkt raus. Der ist so abgeschwanzt. Ja, wo sollen wir hin jetzt? Also Leute, seid doch mal ehrlich, was ist das für ein schranziger Bahnhof? Was ist das? Was ist das? Bruder, ey, hier nachts, ich muss hier gar nicht chillen. Ehrlich, ne? Ich hätte auch richtig Schiss. Hier auf den Toiletten bekommst du alle Geschlechtskrankheiten, die es gibt, Alter. Und Bruder. So Leute, sind wir wieder aus dem Bahnhof, erstmal raus haben. Bisschen frische Luft schnappen, ne? Ich bin ja ehrlich, so draußen, Bruder, film mal ein bisschen hier. Mit mir hier rechts mit dem Bruder. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. In Ordnung. Du musst bedenken, das ist der Hauptbahnhof. Was ist denn das hier? Bruder, einfach so ein abgefuckter Paschan im Roller, Digga, und so eine normal ranzige Sache. Paschan im Roller. Ehrlich, dieser Eindruck von, und wir wundern einfach gerade Leute, es ist gerade 8:35 oder 37 oder so. Ich schwöre, da kommen einfach Leute zu uns. So zwei Männer. In dem Moment hat Leon die Cam ausgemacht. Ja, ich schwöre, die kommen so, wisst ihr, wo es hier Bier gibt, Bruder? Wir haben es 8:30 am Tag, Digga. 8:30 am Morgen. Was habe ich da gesagt? Was sag ich? Ah, ja. Lidl, Lidl. Oh, entspannt. Leon so, ja, wir wollen erstmal, die wichtige Frage ist, wo gibt's was zu essen? Die so, ja. Scheiß mal auf Essen, lieber Bier. Und da musst du ja bedenken, wir haben jetzt nicht irgendwie so abends oder so, Bruder, ich ne? Das verstanden, wir haben 8:35 Uhr morgens. Bruder, zu dem Bahnhof, das hast du doch bekommen, ja. Genau, auf jeden Fall. Weil wenn wir den nicht bekommen, Digga, no. Ist halt Kacke. Ja. Ja, ist das. So Leute, wir sind im nächsten Zug. Erstmal was trinken und gerade bei Lidl. Dann fährt der Zug los. 8:59 Uhr. Wie viel haben wir? 8:51 Uhr in 8 Minuten. 8 Minuten, ne? Ist entspannt. Und wir sitzen schon drin auf Plätze, ne? Das ist das Wichtigste. Ja. Und jetzt fahren wir, glaube ich, nochmal so eine knappe Stunde, müssen, nein, weniger. Wir fahren jetzt so halbe Stunde. Dann sind wir schon Moviepark. Wie gehypt bist du auf dem Moviepark? Und wann warst du das letzte Mal da? Vor 3 Jahren war ich das letzte Mal da, weil Corona dies das. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich hab auf jeden Fall Bock. Du auch? Boah, letzte Mal Moviepark, keine Ahnung, war ich 8 oder so. Oh, krass. Ja, da kennst du viele Fahrgeschäfte auch noch gar nicht, so ja, Star Trek und die so. Die durfte ich alle gar nicht fahren, war ich zu klein für. Ah, okay. Ja. Aber so in der Nickelodeon-Welt so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Wir sind jetzt angekommen, Digga, in Bottrop auf jeden Fall, Moviepark hier, auch entspannt. Ja, wir laufen jetzt erstmal dahin, das sind nur so knappe 400 Meter. Wo dann müssen wir gerade aus? Links? Wir sind Auto. Da ist das Schild. Ah, Moviepark führt uns in Movistar Planet. Oh, erstmal bergauf gehen. Und manche laufen auch rechts, also geradeaus. Aber ja, was ist denn vielleicht, das ist eine Abkürzung, weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber wir laufen natürlich links. Was? Liegestütze-Workout? Liegestütze-Workout. Ja, hier, Nordic Walking, Bruder. Hier diese Stöcke, Bruder. Dann haben wir so einen Schwanz. So, Leute, wir sind jetzt wieder hier. Ich habe eine Maske auf. Bastian auch. Aber mir hat niemand anders hier eine Maske auf. Ne? Wir wollen uns du hast auch eine auf? Sag, ja. Ich schwöre, sonst hat sich niemand eine auf. Ich schwöre sogar. Ich denke, Corona ist ausgestorben, denken die, glaube ich sogar. Ich glaube auch. Bruder, also ich schwöre, wenn du jetzt keine Maske auf hast, bei Gott, hier wird einer Corona haben. Bei Gott sogar. Wir werden einfach tot sein dann. Also, wir haben einfach alle Corona, weißt du schon. Ja, okay, tot nicht direkt. Also, wir kämpfen jetzt auf jeden Fall hier. Ich hatte einen Voice Crack. Guck mal nach vorne, mein Freund. So, Biene. An deiner Maske, die ist auf dein Gesicht, Bruder. Ja, schön. Walla. Zieh Maske aus, Bruder. Ja, jetzt ist sie runter. Ja, full auf deine Maske, Bre. Hier, hier. Ich schwöre. So, Leute,
Wir campen gerade alle. Ich hoffe, Moviepark macht mal den gönnerischen Hasen, macht mal jetzt hier 20 Minuten auf Gratisbasis auf, ne? Das erwarte ich natürlich auch. Weil sonst ist hier nämlich nochmal Auktion. Wir haben es 19.40 Uhr. Um 10 Uhr macht er es auf. Und die können ruhig mal 20 Minuten unterbezahlt hier arbeiten, ne? Was gibt's da nicht dran zu verstehen? Auf welcher Achterbahn freust du dich am meisten? Bruder, ich glaube Holz, Bruder. Holz-Achterbahn? Bei dir? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube Star Trek. Oh, Kaiju. Star Trek, oh ja. Ich Alien-Wasserbahn, würde ich sagen. Das ist so. Auf welcher Achterbahn freust du dich am meisten? Alien-Wasserbahn. Ach, stimmt. diese hängende, wo du so runterhängst. Die ist krass. Die Neutron. Gibt's noch eine andere ganz hinten im Park? Zwei Stück, wo du so hängst. Ja, dann die andere. Okay. Die ganz hinten im Park ist so geil. Jimmy Neutron. Du wirst da zwar, wird dein Kopf da auseinandergenommen. Nein, nicht Jimmy Neutron. Weil du, ich weiß doch, ich achte mal. Jimmy Neutron. Ja, Jimmy Neutron ist mau, Bruder. Die ist aber krasser. Das SpongeBob ist noch cool, Bruder, diese kleine. So. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit drin sind, Leute. Wir müssen jetzt auch 20 Minuten hier warten. Ich hab doch gar keinen Bock. Gerade. So, Leute, wir sind jetzt doch in den Moviepark gegangen. Wir sind jetzt gerade eben nach London gefahren. Wie man sieht. Schon mal entspannt, ne? Nein, Spaß, Leute, sind drin. Ja, es ist hier auf jeden Fall eine entspannte Idylle, würde ich behaupten. Also so muss ich sagen, ist Baba hier. Ah, ist Baba hier, ne? Ist Baba hier. Ja, okay, wohin gehen wir jetzt als erstes? Was uns ins Auge hier? Von Helsing Melsing. So, ich will jetzt die Box-Moves sehen. Weißt du, der Musik, oder? Zwei, drei Jibs. Los. Wie fandest du Marvin? Baba, Junge, war unnormal nach. Was ist das denn jetzt? Wie dieses Bilder, So Leute, auch noch so ein Teller, seht ihr, der fährt immer so. Und das ist eigentlich ganz nice, weil das dreht sich nochmal und du fährst richtig so schnelle Dinger. Jetzt ist wichtig, was machen wir jetzt? Bruder, jetzt haben wir eine Geisteskranke. Die da. Da legst du so runter, weißt du, ich meine? Und irgendwie, Bruder, guck mal, Looping und Traube. Ja, das Ding ist, wir versuchen, auf den Fahrgeschäften zu filmen, aber ganz schwer. Bruder, bei dem haben wir unmöglich, glaube ich, bin ich ehrlich. Weil das Problem ist, unmöglich. In den Sitzen kommt man kaum an die Tasche ran, wo mein Handy ist. Also das ist sehr schwer auf jeden Fall. Wir hören euch trotzdem so mal zusammen, wie die. Also, was sagt ihr zum ersten Fahrgestell von Helsing? Von 10 Punkte. Achso, ja, 10. 10? Auf jeden Fall. Du? 8. Ich sag auch 10, weil du sagst so 6 von 10, Bruder. Dann bist ja, du das ist das war Maximum 5. Ja, Bruder. Wenn ich shoppen, brauche ich Minimum 50 Cent. Also, das, was jetzt kommt, was Bruder, denkt also ihr? Ich war da noch nicht drin, Bruder, deswegen sind meine Erwartungen sehr, sehr hoch. Aber ich habe auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen zittrige Beine, ne, auf jeden Fall. Jetzt haben wir was gestellt, alles hier. Guck mal, Junge. Hoch, runter, Looping, was auch immer. So, und Rennlooping, Schraube, Maube, Digga, das war richtig krass. Was gibt ihr Punkte, Jungs, für eine Bewertung? Ich sag 10. 15, wie eben. 15, Bruder. 10 Uhr? 10. Boah, Kai, kommt erst mal mit der ersten 10. Alles klar. So, Jungs. Vorne ist Marvin. Bin jetzt mal gespannt, was er sagt. Weißt du, dass seine Knie auseinandergenommen wurden? Weil die Bahn viel zu klein war. Ich glaube, meine Knie sind wirklich blau geworden. Bruder, guck mal, wie rot, Digga. Ich bin da ganz. 9,5. 10, Bruder, ich liebe sie auch immer. Wie ihr sehen könnt. Da waren wir gerade, Star Trek. Waren wir gerade auf Star Trek, Digga. Bruder, das war, ich fand das bis jetzt die krasseste. Bruder, du bist nach vorne gefahren, auf einmal, Bruder, Überschallgeschwindigkeit. Ja. Wirklich, ich konnte nichts mehr sehen, du hast einfach so. Punktzahl? Bruder, 11. Das war mein höchstes bis jetzt. Ja, 10 kann ich nichts sagen, Digga. Ja, 10 stimme ich zu. Wo man so nach hinten. Bruder, man war dann so hoch, so. Man fliegt, man fuhr so nach hinten und man lief so oben so. Bruder, das war sehr, sehr nice. Hier ist die. Was geht? Ich kenne mich alle. Was machen wir jetzt? Wasserbahn. Wir fahren rein. Ich hab so richtig Bock mit Basta. Basta in meinem Kopf. Warum sind wir vorne? Warum sind wir vorne? Ja, ich muss nach vorne. Wir warten jetzt auf Essen. Oder Tod des Grauens. Ja. War noch eine Achterbahn, wo wir gerade drin waren? Diese, ne? Ja, man erwartet gar nicht, dass die doch eigentlich noch. Boah, die war echt cool. Auch so eine schöne Storyline. Jetzt haben wir Jimmy Neutron. Ich sterbe, weil wir nichts zu trinken haben. Wir sind echt die dümmsten Leute, die wir jetzt. So, diese Flasche hat mich eine Leber gekostet. Cool.
extrem so. So, jetzt haben wir hier, wir saßen noch eine halbe Stunde jetzt. Jetzt werden wir endlich hier angeblich 6-minütige Wasserbahn. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Seh nur, dass es hochgeht. Und das gefällt mir nicht. Nein, Bruder, wie es geht hoch. Aus dem Sitz heraus wie so in GTA, Digga. Mach das, Bruder. Also, Jungs, fertig mit Moviepark, was sagt ihr? War sehr, sehr lustig. War baba. Manche Attraktionen, da sind wir. Holz Achterbahn waren wir heute. Ihr wart viermal, glaube ich, ne? Ich war dreimal. Wo ist Mount Everest hochgelaufen oder so, Alter? Was ist denn jetzt los? So, wir fahren jetzt wieder zurück. Und ja, war sehr nice. Wir danken uns. Wir bedanken uns generell, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, danke für den letzten Support. Das müssen wir noch mal loswerden jetzt an dieser Stelle für oder bei Next Level, dass wir so viel Support aktuell kriegen. Da bedanken wir uns sehr. Und checkt auf jeden Fall 17.07. neue Kollektion Summer Feelings ab von mir. Genau. Und ja, wir hauen rein und ja, das noch abschließende Worte, mein Bester. Ich habe nichts mehr zu sagen, weißt du. Dieser Zug, Bruder, sieht aus wie. Weißt du, kannst du jetzt nicht sagen. Oder kann ich nicht sagen, so weißt du. Ich weiß hier mal. Aber ich meine, du kannst ja mal so einen Rundfilm machen, so einen schnell auf. Ja. Sehr gut. Ja, Jungs, haut rein, ne? Bis zum nächsten Video. Peace. Ich glaube, wir sind warm. Ich glaube, dieser Waggon ist so warm, ne? Unfassbar, was?